Die Justiz kann bei Körperverletzungsdelikten auch hart durchgreifen. Nur Angel Nadia ist im Gefängnis wegen Wiederholungsgefahr. Sie hatte ungeschützten Geschlechtsverkehr und einen Mann mit HIV angesteckt. Wenn man sie sieht, könnte man annehmen, der Mann ist Boris Becker. Wie hat sie nur den Mann dazu gebracht, das Kondom wegzulassen? Wenn er schon mit einer New Angel Sex hat? Also, vielleicht hat er sich gedacht, weil sich die New Angels aufgelöst haben, ist das schon safer Sex. Morgen geht's weiter. Ach übrigens, das Gefängnis ist ja auch nicht gerade der Ort, der für die Benutzung von Kondomen bekannt wäre.